Peace, mein Name ist Orkan Asimov und ich habe heute einen ganz besonderen Tipp für dich. Und dazu mache ich jetzt ein kurzes Video und erkläre dir, was erfolgreiche Menschen in den ersten 5 Minuten nach dem Aufstehen morgens sofort tun. Viel Spaß bei dem Video! Du weißt ganz genau bestimmt, worauf ich jetzt ansprechen möchte, und zwar geht es um die Morgenrituale. Und du denkst jetzt bestimmt, warum soll ich solche Morgenrituale machen? Was bringen sie mir? Ja, es ist ganz einfach. Morgens ist die wichtigste Zeit für dein Unterbewusstsein. In dieser Zeit kannst du dein Unterbewusstsein für den Tag einstellen. Du kannst praktisch in dieser Zeit dein Unterbewusstsein auf gewisse Ziele programmieren, und das ganz gezielt, indem du einfach kleine Rituale machst. Es geht hier nicht mal um große Dinge, die du machen musst. Es geht einfach um kleine Dinge. Die können wirklich nur 5 Minuten dauern, 10 Minuten, 20 Minuten, eine halbe Stunde. Wie lange das dauert, ist dir überlassen. Aber wenn du schon damit anfängst, hat es einen großen Einfluss auf deinen ganzen Tag und somit dann auf deine Zukunft. Ich habe echt sehr viel gemerkt an mir selbst und auch an Leuten, die ich gecoacht habe, wie viel solche 5 Minuten einfach ausmachen können. Und erfolgreiche Menschen praktizieren das tagtäglich. Jeden Tag haben sie ein bestimmtes Ritual. Du musst halt überlegen, wenn du jetzt einfach so in den Tag reinspazierst, ja, erstmal aufstehen, erstmal, keine Ahnung, 50 Mal auf Schlummern drücken, bevor du überhaupt wach wirst, und danach einfach irgendetwas tun, einfach sozusagen alles auf dich zukommen lassen, dann kannst du nicht wirklich deinen Zielen folgen. Du merkst, alleine wenn ich davon erzähle, hört sich das Ganze sehr unbestimmt an. Man weiß nicht, was hat dieser Mensch überhaupt vor? Was ist überhaupt sein Ziel? Und du weißt, jeder Mensch hat Ziele im Leben, ja, egal welche Ziele das sind. Das können kleine Ziele sein, das können große Ziele sein, aber Ziele hat jeder Mensch im Leben. Und wenn du einfach alles auf dich zukommen lässt, ohne wirklich davor dich praktisch darauf vorbereitet zu haben, ohne diese gewisse Einstellung in deinem Kopf installiert zu haben, direkt am Morgen, dann gehst du in die Irre. Du gehst dann nicht deinen Weg. Du gehst dann einfach einen zufälligen Weg, aber nicht deinen Weg. Diese ersten 5 Minuten können schon wirklich sehr, sehr viel in deinem Leben ausmachen, wenn du sie in deinen Alltag integrierst. Also wenn du sie wirklich zu einem festen Bestandteil von deinem Leben machst. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, was soll ich in diesen ersten 5 Minuten tun? Du kannst verschiedene Dinge tun. Du kannst zum Beispiel ein Notizheft führen, und in dieses Notizheft kannst du dann reinschreiben, was du vorhast, an diesem Tag zu machen. Und dich selbst einfach praktisch motivieren. Du musst halt denken, auch wenn sich gewisse Dinge vielleicht für dich jetzt sinnlos anhören, sind die notwendig, damit du dein Unterbewusstsein umprogrammieren kannst. Du tust das alles für dein Unterbewusstsein. Und indem du dir jetzt zum Beispiel Dinge aufschreibst, die du für wichtig hältst, die du heute erledigen musst und warum du sie erledigen musst, programmierst du dich schon mal für den Tag. In dieses Notizheft oder in das Tagebuch oder wie immer du das nennen willst, kannst du auch zum Beispiel Dinge reinschreiben, für die du dankbar bist. Du kannst da auch praktisch deine Zukunft aufschreiben, also die Zukunft, die du dir wünschst, jeden Tag in dieses Notizheft oder in das Tagebuch aufschreiben, was du später erreichen möchtest, was sind deine Ziele, was sind deine Vorhaben, und das alles so aufschreiben, als wäre das bereits passiert. Du kannst natürlich in deinen ersten 5 Minuten auch visualisieren, was du an dem jeweiligen Tag machen wirst, und dir vorstellen, wie du mit Erfolg diese Dinge erfüllen wirst. Oder du kannst auch da einfach deine Zukunft visualisieren, wie auch in dem Tagebuch, einfach wie du sein möchtest. Du kannst visualisieren, wie du dich zu dem Zeitpunkt fühlen wirst, wenn du dann erfolgreich wirst, wenn du deine Ziele erreicht hast. Was du auch bei so einem Morgenritual tun kannst, ist, dass du zum Beispiel meditierst, ja? Und wie meditierst du? Ich gebe dir eine ganz kurze Anleitung. Du setzt dich hin, du machst deine Augen zu, du konzentrierst dich dann nur auf deinen Atem, und wenn einfach irgendwelche Gedanken kommen, ist es gar kein Problem, du konzentrierst dich weiter auf deinen Atem, und das machst du 5, 10 oder 20 Minuten lang. Es hilft dir einfach sozusagen, dein Gehirn, dein Unterbewusstsein oder dein Bewusstsein zu resetten,
und dich erfrischter zu fühlen und dich dann für andere wichtige Dinge vorzubereiten. Du kannst auch anfangen, einen leichten Sport zu machen. Du kannst zum Beispiel rausgehen und ein bisschen laufen oder joggen. Du kannst zu Hause leichte Übungen machen oder, wenn manchen passt, Yoga. Und das kannst du einfach in deine Morgenroutine implementieren. Diese ganzen Dinge, die ich erwähnt habe, du kannst dir am Anfang nur eine der jeweiligen Dinge auswählen. Und danach kannst du die anderen Dinge so langsam hinzufügen und dann alles zusammen jeden Morgen tun. Je mehr Dinge du natürlich machst, desto größer deine Erfolgschance. Auf jeden Fall wünsche ich dir viel, viel Erfolg dabei. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann hinterlasse mir einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr freuen. Hol dir auch meinen kostenlosen Crashkurs 10 Schritte zum großen Selbstbewusstsein, die Selbstbewusstseinsformel. Der Link ist unten in der Beschreibung. Der Crashkurs ist vollkommen kostenlos und da wirst du wirklich sehr viel lernen. Ansonsten like auch meine Facebook-Seite, der Link ist auch unten in der Beschreibung. Abonniere meinen Kanal, falls du es noch nicht gemacht hast. Und wir sehen uns in dem nächsten Video und bis dahin, Peace.